Das ist Devil. Heute mit einer Spezialsendung zum Thema Wo? Wohnige? Live bei uns im Folium zu Michel Kalt. Und uns die Woche aus Olten zugeschaltet, der Kilian Ziegler. Und da ist schon ihre Vermieter vom Sendeplatz am Sonntag oben, der Dominik Devil. Heute miteinander. Hallo. Danke mal. Guten Abend daheim, in der warmen Fernsehsessen und natürlich auch hier bei uns im mietfreien Folium in Zürich. Deville heute zu einem Thema, das in den letzten Wochen und Monaten zu hitzigen Diskussionen und Schlagzeilen geführt hat. Schlangen in der Schweiz. Ja, dramatische Aufnahme. Und die Leute stellen nicht etwa für lebenswichtige Sachen an, wie das neue iPhone, ein Bubble Tea oder Tickets für die letzte Devil-Aufzeichnung. Nein. Sondern für so etwas Alltägliches und komm, Unwichtiges wie eine Wohnung zum Leben. Wie uncool. Wie lange suchen Sie schon? Ja, sicher schon bald 2 Jahre. Seit 4 Jahren. Suchen Sie eine Wohnung? Ja, seit 4 Jahren. Und es schießt mich extrem an. Anders kann man es jetzt sagen. 4 Jahre, in dieser Zeit könnte man genauso gut eine Ausbildung zur Immobilienmaklerin machen, oder? Oder eine Lehre zur Schreinerin und zur Kranführerin und selber ein Haus bauen in dieser Zeit. Und obwohl Wohnen ein Menschenrecht ist, herrscht wirklich überall in unserem Land Wohnungsnot. Und niemand kann das Dramatischer zum Ausdruck bringen als unser Florian. So viel lässt sich jetzt schon sagen mit Gewissheit. Die Mieten werden nächstes Jahr steigen und das nicht zu knapp. Ja, das ist schlimm. Hä? Der Florian sagt es. Ist euch auch aufgefallen, dass Florian Inhausen seine Augenbrauen exakt in Mietzinskurve darstellt? Expertinnen gehen davon aus, jetzt wird es wenig lustig, dass bald 1 Million Menschen bei uns in der Schweiz ernste Probleme bekommen mit dem Zahlen der Miete. Und zwar nicht nur in städtischen Ballungszentren wie Zürich oder Basel, sondern auch auf dem Land wird der Wohnraum immer knapper. Nehmen wir das Beispiel Zell im Tösstal. Hm? Zwar natürlich sympathisch und aktiv, aber komplett überfüllt. Auf 3'000 Wohnungen in Zell kommt genau eine, die frei steht. Das ist ein Leerstand von 0,03%. Das erstaunt bei dem Wappen, das Zell hat. Schau mal. Anpassen an die aktuelle Wohnungsknappheit in Zell müsste es wohl eher so aussehen. Ja, Wohnungsnot ist ein Rostschneck. Einfach grusig und mühsam und man bringt es fast nicht weg. Gründe für die fehlenden Wohnungen, gibt es verschiedene Meinungen. Ja, über die Gründe. Eine neue Studie von der Zürcher Kantonalbank sagt aus, unter anderem sei geschuld, die vielen Einsprachen gegen Neubauten. Alle sind für die Verdichtung, aber nicht dann, wenn sie vor der eigenen Haustüre geschieht. Dann hegt sich Widerstand. Das ist menschlich. Ja, das ist menschlich, sagt die Immobilienexpertin von der Kantonalbank. Gut, in Sachen Einschätzung zum Thema Menschlichkeit tragen jetzt Immobilienexpertinnen von Finanzunternehmen keine 5 Rappen über den Weg, ehrlich gesagt. Aber trotzdem glaube ich das jetzt sofort. Das ist doch so typisch Schweiz, oder? Neutralität ist uns allen doch so wichtig. Gerade innerhalb vom eigenen Redui. Verdichtung direkt von meinem Gartensitzplatz sind nicht ganz dicht, bitteschön. Tatsächlich zeigt die Studie, dass die durchschnittliche Baubewilligungsdauer um bis zu 136% zugenommen hat in den letzten Jahren. So warten wir in der Schweiz durchschnittlich 140 Tage auf seine Bewilligung, wenn man etwas bauen will. In der Stadt Zürich sogar 330 Tage. Denken, 330 Tage. Was könnte ein moderner Stadtzürcher in diesen 330 Tagen machen? Er könnte 100 Liter Craft-Bier brauen, 5 Start-ups gründen und zweimal sein Geschlecht wechseln. Das nennt man. Ganz krass ist übrigens in der Stadt Genf. Durchschnittlich 500 Tage warten wir dort auf seine Baubewilligung. Da musst du quasi direkt nach der Eingabe vom Baugesuch schon mal anstehen für die Freiwilligung am gescheitsten. Was auch immer wieder als Grund für den angespannten Wohnungsmarkt angegeben wird, klar, Ausländer. Wenn man natürlich 200'000 Menschen, die allein im letzten Jahr in die Schweiz eingewandert sind, muss in Wohnungen unterbringen, dann führt das zu Wohnungsknappheit. Das hat mit der Zuwanderung zu tun, das kann man nicht einfach ausblenden. Viel zu viele Leute hinkommen, dass wir nicht Platz haben für alle. Und dass genau das passiert mit explodierenden Kosten im Mietbereich. Ja,
Im Wallis stimmt das tatsächlich. Ausländerinnen beanspruchen gerade in Visp enormen Wohnraum. Und Achtung, gemeint sind jetzt nicht die Geflüchteten, die bei uns zu Dutzend auf die kleinen Truppenunterkünfte gestopft werden, sondern Expats. Visp ist der wichtigste Forschungs- und Produktionsstandort der Lonza Group, dem Hersteller von Moderna Impfstoff. Rund 6'000 Angestellte bringen das Städtchen im Oberwallis an seine Grenzen, was Wohnen anbelangt. Und klar sind die Bewohner von Visp hässig auf Lonza. Weil ohne Impfstoff werden immer in den letzten zwei Jahren schon ein paar Wohnungen frei geworden, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja? Hören dazu den Gemeindepräsident. Und das sind eure Leute, die hier wohnen. Die gehen in ein Hotel, weil die wohnen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monate jetzt fest, je nach dem Auftrag, was sie haben. Und das wird natürlich euch in einen Wohnungsmarkt reindrücken. Ja, also, falls ihr eine Lösung für die Wohnungsnot hätte, schade, versteht niemand. Ja? Das kommst du über, wenn du einen Gemeindepräsidenten auf Wisp stellst. Verstehst du? Ja, ist gleich. Ja? Übersetzt, was er gesagt hat, heisst das aber wohl das. Die Lonza expandiert und sie macht das so schnell, dass Wisp fast überrollt wird. Ah, schon jetzt ein Anwärter auf den schönsten Zungenbrecher vom Jahr. So schnell, dass Wisp fast überrollt wird. Aber es gibt im Fall noch Orte in der Schweiz mit freien Wohnungen. Im Kanton Solothurn stehen so viele Wohnungen frei wie sonst niemand in der Schweiz. Ganz vor, und das ist jetzt wirklich mal kein Witz, Olten. Ja? Ist so. Gut, wer hätte es gedacht? Ja? Schau mal, in dieser grosszügigen Überbauung im Herzen von Olten zum Beispiel stehen 126 von 422 Wohnungen leer. Ein Immobilienexperte mutmaßt im Oltener Tagblatt über die Gründe. Er sagt, ja, wer in Zürich gelebt hat, kommt nicht freiwillig nach Olten. Ja, und wer jeden Sonntagabend im Fernsehen muss hören, wie hässlich Olten ist, wahrscheinlich auch nicht. Das tut mir mega leid. Aber vergessen bitte nicht, Deville ist ja nur eine Witzsendung. Nicht vergessen, ja? Wir sind keine Informationssendung, muss ich noch mal sagen. Wir sind eher so eine Mischung zwischen Happy Day, ja, gemischt mit einer gegen 9 Millionen, wenn du dir vorstellst. Also bitte zieht alle nach Olten, es ist sau schön in Olten, wirklich mega schön dort. Vor allem wegen ihm, dem Kilian Ziegler. Nächster Halt, Olten. Olten ist eine schöne Stadt. Man sieht es halt einfach nicht. Städtli ist nicht nur günstig gelegen, sondern auch günstig zum Wohnen. Aber trotzdem sind hier sehr viele Wohnungen frei. Die Wohnungen zu Olten sind leerer als der Blick der Pendler am Montagmorgen auf dem Perron, wenn sie die Durchsage hören. Der Zug von Olten nach Zürich wird ca. 7'000 Minuten später eintreffen. Der Grund dafür ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, sie kommen zu spät zur Arbeit, sie faule Sau. Aber wieso hat es in Olten deutlich mehr leere Wohnungen als in anderen Schweizer Städten? Laut ExpertInnen ist ein Grund dafür folgender. Die Wohnungen sind zu Olten. Ich finde, man muss halt Anreize schaffen, dass Leute auf Olten kommen. Das hat die Stadt tatsächlich schon probiert. Und zwar hat es vor ein paar Jahren eine Aktion gegeben, dass man zu Olten konnte, 2 Monate lang gratis wohnen. Die Aktion hat 80'000 Franken gekostet. Mehrere Familien und Einzelpersonen haben es ausprobiert. Und auf Olten gezogen ist dann schlussendlich eine einzige Person. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist das eine Erfolgsquote von ungefähr gar nicht einmal so viel Prozent. Als man die Person übrigens gefragt hat, wieso sie sich entschieden hat, auf Olten zu ziehen, hat sie geantwortet, was, das ist Olten, ist dann vorgesagt und nie mehr wieder gesehen worden. Aber wieso ist denn die Kampagne so spektakulär gescheitert? Vielleicht auch wegen dem Slogan. Der hat gelautet, wirklich wahr, Olten, fast so lebendig wie Luzern, nur viel grüner. Du hättest sich irgendein Marketing-Fuzzi wahrscheinlich gedacht, fast so originell wie ein guter Slogan, einfach billiger. Aber was soll das heißen, fast so lebendig wie Luzern? Hat sich das Team vom alten Standortmarketing vorgestellt, wie jemand in Luzern am Vierwaldstättensee steht, vor ihm einen atemberaubenden Blick auf die Berge und das weltberühmte KKL und dann so sagt, es ist mega schön hier, aber es ist mir fast ein bisschen zu lebendig. Komm, wir gehen auf Alten. Wenn schon Slogans, dann bitte gute. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, komm nach Olten. Mike Müller ist weggezogen, jetzt hat es wieder Platz. Oder Olten, wir haben zwar nicht viel zu bieten, aber das dafür sehr fest. Gründe auf Olten zu ziehen, gibt es auch jenste. Zum Beispiel gerade auch für junge Erwachsene, die gegen ihre Eltern wollen rebellieren. Mutter, Vater, das, was ich euch jetzt erzähle, wird euch schockieren. Was?
Machst du ein Gesichtstattoo? Oder drehst du heimlich Pornos? Oder rauchst Crack? Nein, jetzt sind auf Alten. Das ist ja noch schlimmer. Mach das nicht, mit Sarah da etwas als Crack. Keine Ahnung. Seien wir ehrlich, die allermeisten Menschen kennen Alten nur vom Umsteigen und mögen die Stadt darum nicht. Aber das wäre doch genau ein Grund, um auf Alten zu ziehen. Überleg mal, wenn du in Alten wohnst, musst du nie mehr hier umsteigen. Genial. Die Idee ist so clever, ich bin schon ganz aus dem Häusli. In dem Sinn, jetzt muss ich auf den Zug. Danke auf Alten zum Kilian Ziegler. Aber hört, die Wohnungsnot ist ja auch nichts Modernes, ist nichts Neues. Bereits 1979 hat man in der Sendung Blickpunkt genau gewusst, wer Schuld am Wohnungsmangel hat. Die Stadt Zürich und der Staat im kantonalen Wohnhaltungsgesetz, das preisgünstige Familienwohnungen erhalten sollte. Aber in der Altstadt wird weiter ausgehöhlt. Aus Familienwohnungen werden teure Luxus-Zweitwohnungen. Ja, und wer jetzt denkt, Moment, Zweitwohnung in der Altstadt von Zürich, Stadt in den Bergen. Hey, 1979, es hat noch so viel Schnee gehabt, dass man auch in der Altstadt Ski fahren konnte. Wirklich. Und hey, die Wohnungen sind aber auch dazumal einfach wunderbar gewesen. Wenn Sie sehen, zum Beispiel die Küche bei uns, die hat 4 Fenster. Das ist so etwas Wunderbares. Oder auch hier haben wir 3 Fenster. Es hat Luft drin. Die gute Luft, ja. Kein Wunder, braucht sie so viele Fenster bei 3 Päckchen Filterlosen am Tag auch. Aber da haben wir eine weitere Schuldige an unserer aktuellen Wohnungsnot. Alte Menschen. Haben Sie das gewusst? 70% von allen Einfamilienhäusern im Kanton Zürich sind unterbelegt. 70% unterbelegt. Also wie das Sandwich von der Migros Erstklasseabteil von der SBB oder die Fakten von Daniel Ganser. In jedem 7. Einfamilienhaus wohnt sogar nur eine einzelne Person. Bitte jetzt nicht verwechseln mit dem einzelnen Haus in Bern, in dem 7 Personen leben. Ja? Also 7 plus der Daniel Josic. Ja? So. Wer bereits ein Einfamilienhaus besitzt, sind meistens alte Leute, die geben das auch so schnell nicht wieder auf. Das auch, wenn die Kinder schon lange aus dem Haus sind. Früher, also hat man so gezeichnet, das Einfamilienhäusli, heute eher so. Ja? Es ist wahr, wehrhafte SeniorInnen in Einfamilienhäusern sind tatsächlich ein Problem. Nicht mit linken Chaoten. Alte Grossis sind die wahren Hausbesetzer im Fall. Das Häusli ist besetzt, da bleibe ich. Ja, nur über meine Leiche. Fuck das System. Das heisst nicht mehr Kevin allein zu Hause, sondern Hans-Uli allein zu Hause. Ja. Das wäre doch mal ein folgenversprechender Filmplot. Ja, sehr real. Der Senior Hans-Uli ist von seinen Enkeln in seinem Einfamilienhäusli in Schmeriken vergessen worden. Aber jetzt wird die Miete so unermesslich steigen, wenn sie ihm das Häusli abknöpfen und ihn ins Altersheim verfrachten. Aber der Hans-Uli hat brutale Fallen im ganzen Haus aufgestellt, um sie zu vertreiben. Ups. Ja, was machen wir mit den ganzen Senioren und Seniorinnen, die in ihrem Häuschen leben und somit viel mehr Wohnraum beanspruchen als nötig? Sollen die aus dem Haus rauslocken? Und wie? Indem man so eine Spur leiht aus ausgeschnittenen Mondopunkten und Kaffeerahmdeckeln, ja? Und wenn sie dann kommen, schnell rein und Schloss auswechseln? Nein, Pro Senectute sagt, ältere Menschen sind halt einfach auch vielfach auf ihren vertrauten Wohnraum angewiesen. Auf ihr helfendes Umfeld. Die haben ein soziales Netz aufgebaut, die haben gute Kontakte zu den Nachbarn. Wenn ihnen irgendetwas mal passiert und sie Unterstützung brauchen, die sind da und helfen ihnen. Ja, ein soziales Netzwerk, wenn du dir vorstellen, mit alten Leuten, die sich gegenseitig helfen, wenn mal etwas nicht in Ordnung ist. Das gibt es zwar schon, aber es können halt nicht alle in Ständerat. Ja, müssen wir wissen. Aber macht euch bitte keine Sorge, wir haben das ideale Wohnungsmodell gefunden, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Hey, einfach wieder bei Mami mit einziehen. Sie sehnen sich nach Geborgenheit in den eigenen 4 Wänden, aber finden keine bezahlbare Wohnung? Dann vertrauen Sie ZZM Real Estate. ZZM. Zurück zu Mama. Weil auch Ihre Mutter hat immer ein Zimmer für Sie, nämlich Ihr altes. Vergessen Sie mühsames Umziehen. Ihr Kinderzimmer ist garantiert noch vollständig ausgestattet. Inklusive Kultin-Boyband und E.T.-Postern. Mietkaution? Eine Umarmung genügt. Nebenkostenabrechnung?
entfallen gegen eine geringe tägliche Aufmerksamkeitsgebühr. In der Grundmiete enthalten sind dafür Abendessen ohne Reservation, Enkelkindbetreuung ohne schlechtes Gewissen, täglich saubere Unterhosen ohne Kompromisse. Außerdem locken großartige Freizeitangebote, Nachmittage voller Spiel und Spannung, tiefgründige Diskussionen sowie tolle Fernsehabende mit Mama und Benny. Zurück zu Mama. ZZM Real Estate. Wohnen wie in Italien. Ja, denke da, bald ist ja auch Muttertag. Wieso nicht neben dem Blumenstrauß gerade noch Zügelkisten mitbringen? Ganz unauffällig. Und ja, wenn man schon über das Wohnen und Mieten redet, muss man ja klar auch über das Zügeln reden. Zügeln ist ja sowieso ein Schweizer Volkssport. Laut dem Bundesamt für Statistik hat im Jahr 2021 jede 10. Person in der Schweiz mindestens einmal zügelt. Die anderen 9 sind wahrscheinlich immer noch am Anstoff für eine neue Wohnung. In Europa liegen wir also zügeltechnisch an der Spitze. Deutschland und Österreich liegen ganz knapp hinter uns, wobei man gerade bei Österreich sagen muss, dass dort viel mehr Leute sehr gerne zügeln würden, aber sie bringen einfach die Kellertüren nicht auf. Kleiner Funfact, der wirklich so in der Statistik aufgeführt ist, wirklich wahr, am zweithäufigsten zügeln in unserem Land Babys. Also ist mir schon klar, dass man bereits als Zweijähriger muss anfangen, eine Wohnung suchen, dass du mit 48 eine hast. Aber das? Gut, Babys sind mega anspruchslos, was Wohnungen angeht. Ja? Die wohnen ja schon 9 Monate in extrem engen Verhältnissen, wo es noch ständig tropft dazu. Ne? Aber schau mal, das geht bei Babys schon als Balkon mit Seesicht durch. Das schon als Villa mit Umschwung. Und ganz ehrlich, hey, muss ich schon sagen, lieber frühzeitig ausziehen, als von der Madonna adoptiert werden. Ganz ehrlich. Ja? Zügeln aber auch, klar, ein Aufregerthema. Aufregerthema. Abzockerfirmen bei Zügelunternehmen. Schau mal die Schlagzeilen. Zügelfirma kommt um 14.30 Uhr statt um 8 Uhr und verlangt noch mehr Geld. Mega mühsam, da regt man sich auf, gerade wenn das Baby sollte zügeln. Auch Kommentare unter dem Artikel zeigen klar, das nervt. Schau mal, da hat jemand geschrieben. Sandra Morrison, eine Influencerin aus Deutschland, hat was Ähnliches erlebt, findet so etwas nur dreist und frech vom Zügelunternehmen. Könnte irgendjemand hier erinnern, die Influencerin Sandra Morrison? Ich auch nicht. Sag mal, wer ist das? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob ich das in der Vlog-Perspektive mache. Oder schlauerweise vor meiner normalen Standardkamera. Aber ich habe mich jetzt, wie man sieht, für die Vlog-Perspektive entschieden. Ach, toll. Also viel wissen wir schon, Sandra hat beide Kameras mitzügeln. Immerhin. Glück gehabt. Aber was ist jetzt genau beim Zügeln passiert? Es ist so, dass unser Umzug komplett den Bach heruntergelaufen ist. Ja, es ist mühsam, ein Umzug durchs Bachbett durch. Das stelle ich mir sehr hart vor. Was weiter? Der ganze Flur muss einfach nochmal komplett gemacht werden, weil die einfach hier durch den Flur gerammelt sind wie die Besenkten. Sie sind also tatsächlich durch den Flur gerammelt. Ja? Gerammelt. Da kommt das Wort Bananenkiste eine ganz neue Bedeutung. Aber kein Wunder, Bums-Geschäft. Mit den richtigen Aufräumprofis, also Expertinnen, die für dich dein Leben aufräumen und sortieren, natürlich gegen Geld. Da zum Beispiel der Star aus der Aufräumszene, Marie Kondo. Schau mal, wie die das macht, das Aufräumen. Ich bin immer noch ein Gäuser. So ist es, dass ich mich nicht so gut bin. Ich bin nicht so gut. 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 Ich bin nicht spannend, oder? Ist das wirklich schon das Haus aufräumen oder schon das Haus rammeln? Ich weiß nicht ganz genau. Ein Marie Kondo können wir uns hier nicht leisten, aber aufräumen müssen wir vom Team Deville trotzdem, jetzt, wo die wunderschöne Sendung bald vorbei ist. Eine Frage natürlich, wo eine mit meinen Mitarbeitern? Nein, die sind doch wurscht. Wo eine mit dem schönen Studiodekor? Ja? Wo eine? Das Parlament hat das Zeug nicht wollen, obwohl doch Sessionen so viel mehr Spass würden machen. Aber unsere Leuchtanlage verbraucht einfach zu viel Strom. Ganz klar. Darum, wirklich, wo versteigern wir ab heute
unser geliebtes Studioinventar auf ricardo.ch. Also wirklich, wir tun Ananas versteigern. Ja. Unsere Studiokatzen, den Victor und den Mike, versteigern. Das Leuchtpult tun wir versteigern tatsächlich. Sogar mein Anzug, den ich heute trage, Samtkrawatte und Einstecktüchli mit Original Deville DNA dran. Die kann man, also das Outfit kann man so steigern. Und klar, auch steigern kann man unsere geliebten Leuchttürme. Hm? Wer schon immer mal in die dritte Säule investieren wollte, kann das jetzt machen. Das wäre die Chance dazu. Kann man auf ricardo.ch kann man die jetzt steigern. Stell dir vor, die stoppt bei euch im Schlafzimmer. Ja, ich nehme jemanden mit heim, es kommt so richtig schön zur Sache. Dann, wow, die Leuchten fallen davon leuchten, der Schrank geht auf, ich komme raus. Guten Abend miteinander. Alles Geld, das wir einnehmen, über die Aktion wird gespendet an das Hilfswerk zugunsten von Kindern von arbeitslosen Late-Night-Moderatoren. Mhm. Nein, natürlich nicht. Alles Geld geht an die Schweizer Non-Profit-Organisation Solidar Suisse, die zum Beispiel in der Ukraine und Syrien humanitäre Hilfe leistet. Unter dem Link oder über unsere Social-Media-Kanäle könnt ihr ab sofort mitbieten, kommt ihr auf die ricardo.ch-Seite. Danke im Namen von Solidar Suisse und viel Spass bei euch mit eurem ganz privaten Late-Night-Show-Studio daheim. Aber klar, was nützt eine geile Neon-Einrichtung, wenn man gar keine Wohnung findet? Wie soll man umgehen mit kilometerlangen Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen? Eine Möglichkeit, jetzt kommen Tipps von uns, Mitbewerber in der Schlange gerade vergraulen. Ja, also beim Anstehen in der Schlange mega schlecht über die Wohnung anreden. Ja? Das geht. Was? Nein, Schatz, mich stört es überhaupt nicht, dass der Schlachthof so nahe ist. Du, ich liebe es am Morgen, den Duft vom frischen Blut auf dem Balkon. Du, und ja, in welchem Haus leben schon keine vorgeschärften Sexualstraftäter? Das ist doch total normal hier bei uns. Oder man taucht einfach zur Besichtigung ganz früh auf. Also, ganz, 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 schon fast zu früh. Psst, lauf nicht so los. Oh, sorry, das ist ein frisch geölter Parkettboden. What? Parkett? Nice! Eine offene Küche. Wow! Schau mal, das ist ein Kombi-Backofen mit Steamer. Aha, zwei Einbrecher. Nein. Wir sind keine Einbrecher. Keine Angst. Jetzt habe ich aber schon die Polizei geholt. Oh, na toll. Nein. Aber wir sind wirklich keine Einbrecher. Was sind Sie denn? Ach so. Sie meinen natürlich, weil wir eine Maske haben und so ein Brecheisen und binnen zur Nacht einsteigen, dass wir Einbrecher sind, ist ja logisch. Genau, so ist es. Nein, wir sind auf Wohnungssuche. Mhm. Es ist wirklich so schwierig geworden, eine gute Wohnung zu finden. Wohnungsbesichtigungen sind übel. So viele Leute immer. Ewig anstehen nach der Verwaltung in Aschküche. Gut, dort hat es wenigstens noch Platz. Aber eine schlechte Aussicht. Ja, das ist wahr, das stimmt. Ja, und dann muss man bestechen mittlerweile mit Küche, Bargeld, haben wir auch schon. Nein, es ist fast schon kriminell, was die Leute heute für eine Wohnung machen. Allerdings, ja. Mhm. Und am Schluss bekommt man die Wohnung nicht. Ist einfach gäbiger so. Ja, aber die Wohnung ist ja nicht frei. Noch nicht. Aber wenn ich sie so anschaue, lang werden sie sich die Miete nicht mehr leisten. Ja, das stimmt. Es wird nämlich wirklich immer, immer teurer. Stolz. Deswegen sind wir ja jetzt da. Nein, das geht nicht. Lassen Sie, wenn Sie nicht irgendwie gleich da etwas klauen. Oh, wow, das ist total nett, aber also, wir sind wirklich keine Kriminellen. Ach, Pappelapapp, schauen Sie das Möbel hier. Das ist echt barock. Wohl eher barock. Die Lampe ist vom japanischen Designer IKEA. Ist das nicht ein Schwede gewesen? Und das ist ein Original Vasili Chair. Vasili was? Lassen Sie zu, es sind doch Banausen. Der Gesamtwert von dieser Einrichtung ist im sechsstelligen Bereich anzusiedeln. Uns interessiert eher der vierstellige Bereich dieser Monatsmiete hier. Mhm. Schauen Sie, ich helfe Ihnen noch tragen. Ich nehme hier den Stuhl auf, ja, nehme die Tischplatte mit, ist etwas wert. Und hinten jetzt noch Kiste Champis. Grüezi, Polizei. So, alle bleiben an Ort und Stelle. Sieht nach einem klassischen Einbruch aus? Nein, das ist eine Wohnungsbesichtigung. Ruhe! Hey, schau mal, das ist ein Parkett. Es hat sogar einen Balkon. So, der Fall ist klar. Das hier ist ein Tatort. Wir müssen die Wohnung beschlagnahmen. Alle raus, sofort. Alle raus. Komm. Nein, wir haben sie zuerst gesehen. Frechheit.
Schatz, es hat sogar eine Badwanne. Ja! Oh, hört, da kommt gerade ein Fax rein. Oh nein, das sind jetzt aber traurige Nachrichten. Ja. Ihr habt es mitbekommen, in Schlieren hat letzte Woche die grösste Tennishalle der Schweiz nach 45 Jahren zugemacht. Was hat es denn alles gehabt? Zeig mal. Wir haben 10 Indoor-Tennis-Courts mit gelenkschonendem Gleitbelag. Für alle Badminton-Fans stehen 7 modernste Courts mit gelenkschonendem Schwingboden zur Verfügung. Tanken Sie Kraft in unserem Restaurant. Wir haben feine Menüs und viele gesunde Snacks. Gelenkschonende Schwingböden, gelenkschonender Gleitbelag und ausnahmsweise mal feine Tennishallenmenüs hat es dort gehabt. Wir haben mal online wirklich in die Restaurantkarte reingeschaut. Das gibt es dort. Heidi in China. Makronen mit asiatisch gewürzter Tomatensauce, Poulet, Kartoffeln und Parmesankäse. Ich weiss nicht, ja. Seit der Federer nicht mehr spielt, geht in unserem Land einfach alles vor die Hunde. Unsere Banken, unsere Neutralität, unsere Schocke. Ja? Und jetzt noch das Erdbeermakronen-Süssauer im Tenniscenter. Ich weiss nicht. Dass das grösste Tenniscenter der Schweiz aber abgerissen wird, hat nichts mit dem asiatisch-eidgenössischen Fusion-Kantine zu tun, sondern mit dem Bedürfnis nach Wohnraum. Im Herbst soll in Schlieren Bagger auffahren und rund 350 Wohnungen entstehen. Dazu heisst es im Projektbeschrieb: Im Gartenhof rennen Kinder durchs Gebüsch und die BewohnerInnen sitzen auf ihrem Gartensitzplatz im Schatten der großen Bäume. Es wachsen viele verschiedene Sträucher, dazwischen schlängeln sich die Wege durch den naturnahen Hof. Man hört das Werkeln aus einem der Ateliers und jemand verlässt gerade seine Atelierwohnung, um den Müll zu entsorgen. Das klingt richtig gut, oder? So nach einer Mischung aus Mittelaltermarkt, Hippie-Kommune und Dschungelcamp. Finde ich sehr schön. Zeig mal, wie das aussieht. Du, schön, hä? Zwar keine gelenkschonende Schwingböden mehr, aber dafür nostalgische DDR-Utopie in Schlieren. Wunderschön. Da könnte ein Kind auch herrlich zwischen den Blöcken Verletzis spielen. Aber ja, die 13.000 Quadratmeter Boden sind halt auch ihre bescheidenen 50 bis 60 Millionen Franken wert. Also viel zu wertvoll, um vielleicht irgendwann mal den neuen heulenden Tennisstar einzuzüchten. Bauland ist gerade in der Schweiz ein knappes Gut. Haben Sie das gewusst? Nur 7% der Fläche in der Schweiz dürfen bebaut werden. 7%. Also weniger als ein Mikrosandwich-Belag und SBB Erstklasseabteil freie Plätze hat. Aber immerhin doppelt so viel wie der Faktenkalb beim Daniel Ganser. 7% Boden sind rund 2900 Quadratkilometer. Das ist nicht viel, das ist knapp so gross wie der Kanton Tessin. Der Rest wird so 37% landwirtschaftlich genutzt, ist bewaldet oder kann gar nicht bebaut werden, wegen Wasserfels, Gletscher, Berggipfel oder weil einfach überall so scheiß Elektrototti umeinander stehen. Im Swiss Miniatur ist es noch viel schlimmer. Die denken wirklich über einen Standortwechsel nachher wegen Platzproblem. Kein Wunder, heisst dort regelmässig im Gästebuch, habe ich mir irgendwie grösser vorgestellt. Schätzungen gehen davon aus, dass bereits 2040 alles Bauland in der Schweiz verbraucht ist. Aber egal, bis dahin sind wir eh alle auf dem Mars. Ja? Nachteil, der Elon ist auch schon dort. Weil der Markt für den Boden, wie jeder Markt funktioniert, bestimmt Angebot und Nachfrage, Grundstückpreise und die steigen in der ganzen Schweiz brutal an. Preise für knappen Boden schnellen in die Höhe. Bodenpreise im Werdenberg steigen ins Unerschwingliche. 100.000 Franken und mehr kostet der Quadratmeter Bahnhofstraße. Ja, 100.000 Franken für einen Quadratmeter in der Bahnhofstraße. Heisst, Louis Vuitton muss mindestens 2 Taschen verkaufen, um Ende Monat in die schwarze Zahl hineinzukommen. Das ist doch grausam. Aber auch abseits von der Bahnhofstraße explodieren die Bodenpreise. Mega unübersichtliche Grafik. Kann man das nicht einfacher darstellen? Danke, Florian. So. Nein, da muss sogar ein Bundesrat in Bern mit einer bescheidenen Wohnung zufrieden geben. Ist es mehr oder weniger als 1329 Franken? Ist es mehr? Es ist mehr. Und wie viele Zimmer haben Sie? 2. Ja, 2 Zimmer für den Pamela, also 1 für ihn selber und 1 für den Bärse, wieder mal auswärts muss pfusen. Das klassische 2-Kammern-System halt. Schnell noch eins, um sich im Klaren darüber zu sein. Auf Boden sind wir ja alle angewiesen. Wir können nicht auf Boden verzichten, ja? Wie auf Luft, Wasser, Nahrung oder funktionierendes WLAN. Nicht umsonst ist in unserer Verfassung unter Artikel 108 Absatz 2 fest verankert. Er, der Bund, fördert insbesondere die Beschaffung und Erschließung von Land für den Wohnungsbau, die Rationalisierung und die Verbilligung des Wohnungsbaus sowie die Verbilligung der Wohnkosten. Ja, und das kann der Bund zum Beispiel machen, indem er dafür sorgt, dass Grundstück am Markt entzogen wird.
Zum Beispiel weniger an Investoren mit viel Eigenkapital kann verkauft werden. Also an Versicherungen, globale Immobilienfonds, Pensionskassen oder an Leute wie Indo. Das Quartier, Leute, was erzähle ich, die Stadt hier bietet wirklich alles. Für Jung, Alt, Single, Paar, Familie. Wir haben eine super gute Nachbarschaft, eine Top-Community hier. Krippen und Kitas sind integriert. Vom Balkon hat man die eigenen Kinder perfekt unter Kontrolle. Ja, perfekt unter Kontrolle, mein Kind. Savannah Cheyenne, gang von dem grusigen Mann mit der Sonnenbrille weg hier unten. 60% von allen Wohnimmobilien gehören solchen Unternehmen. Allein rund 60'000 Mietwohnungen dürften nach der Übernahme von der Credit Suisse der UBS gehören. Es dürft euch nicht wundern, wenn auf einmal KKS vor der Tür steht und Eigenbedarf anmeldet. Weil beim Barmelein schon wieder der Bär sein muss übernachten. Sättige Unternehmen spekulieren mit dem Boden und ziehen die Renditen raus. Auf Kosten von uns Mieterinnen und Mietern. Wie könnte man also mehr Bauland beschaffen? Eine Möglichkeit, die immer wieder heiß diskutiert wird, ist das Vorkaufsrecht. In ein paar wenigen Kantonen wie Luzern, Genf, St. Gallen haben Städte und Gemeinden das Anrecht, grössere Grundstücke vor den privaten Investoren aufzukaufen. Indem sich zum Beispiel verpflichtet, günstige Wohnungen auf den Boden zu bauen. Das Vorkaufsrecht jedoch auf Bundesebene zu verankern, ist zuletzt an der Urne 2020 vom Volk abgeschmettert worden. Gelegen hat das vielleicht auch an den ausfälligen Argumentationen der Mitinitiantin dazumal, der SP-Nationalrätin Badran. Hey Leute, ihr werdet über den Tisch gezogen. Markus, wenn du mir sagst, das sei kein Skandal, ein riesiger Wohle, das geht nicht, das ist inakzeptabel. Da bin ich richtig, richtig sauer. Das ist auch ein gutes, blödes Argument. Es ist inakzeptabel. Inakzeptabel. Die Grünen sind blind, auch die ganze Überbauung. Entspann dich. Das ist doch Wahnsinn. Du musst da widersprechen. Eine Sauerei. Das ist absolut falsch. Das ist inakzeptabel. Ja, schade eigentlich. Aber hat der Staat eigentlich das Recht, so in den Wohnungsmarkt einzugreifen? Gibt es überhaupt ein Recht auf Boden? Und der Eyecatcher springt einem ins Hobby, ist der schöne Langriemen, Parkettboden, das ist Eiche. Ja, ich meine natürlich richtigen Boden. Ja? Frag mir doch jemanden, der daraus kommt, Michel Kalt. Ja, Michel, wenn wir natürlich gerade wissen, gibt es denn ein Grundrecht auf Boden? Ja und nein. Die Bundesverfassung kennt die sogenannte Eigentumsgarantie. Die schützt das Eigentum von denen, die bereits Boden haben. Die keinen haben, haben kein Recht darauf, Boden überzukommen, sondern nur ein Recht auf Hilfe in Notlagen, z.B. bei Obdachlosigkeit. Astrologisch gesehen ist die Bundesverfassung also im Sternzeichen FDP, aber im Aszendent Pfarrer Sieber. Mm. Also, wenn ich in Zürich jetzt keine Mietwohnung finde, habe ich dann ein Recht, dass der Staat mir eine besorgen tut? Nein. Wir müssen schon am Boden der Tatsachen bleiben. Wenn du in Zürich nichts findest, musst du in den unattraktiveren Zürcher Vorort suchen. Zum Beispiel in Urdorf oder Dietikon oder Basel. Mm. Aber Boden ist ja trotzdem nicht gerade Boden. Wann ist denn eine Wohnungsnot eine Notlage? Das kann man nicht abstrakt sagen, weil der Begriff Notlage ist ähnlich schwammig wie das Parteiprogramm der GLP oder das Rückgrat von Alain Berset. Grundsätzlich ist es eine Notlage, wenn du unterkunftsmässig nur noch die Wahl hast zwischen Pest und Cholera, also zwischen unter der Bahnhofsbrücke pennen und auf die Grenze zügeln. Ja, jetzt will der Staat ja den Boden gerechter nutzen und mehr gemeinnützige Wohnungen bauen, z.B. mit dem Vorkaufsrecht für den Staat. Ist das nicht ein Verstoß gegen die Eigentumsgarantie? Nein, weil es wird niemandem seinen Boden weggenommen. Stell dir vor, ein Bauer hat Land. Er beschließt, das Land zu verkaufen. Er findet irgendeinen Bitcoin-Bro. Der bietet ihm für das Land 63'000 Millionen Franken und zählt von seinem Erstgeborenen. Jetzt merkt das der Staat und slidet in die DMs vom Bauer und sagt, hey, Brudi, geiles Land, ich gebe dir 63'000 Millionen Franken. Wenn der Staat jetzt statt dem Bitcoin-Bros Land überkommt, heisst das Vorkaufsrecht. Wenn der Staat einem Bauer 63'000 Millionen Franken zahlt, ohne dass er Land überkommt, heisst das Direktzahlung. Aha. Aber schau, der Bitcoin-Bro stürzt sich sicher, wenn er das Land jetzt nicht überkommt. Ja, immerhin mischt sich der Staat dann in die freie Marktwirtschaft ein. Das stimmt. Der regt sich dann im wahrsten Sinne vom Wort bodenlos auf. Aber wir müssen uns alle solche Eingriffe gefallen lassen. Der Bitcoin-Bro darf wegen dem Staat keine Luxuswohnungen bauen. LehrerInnen dürfen wegen dem Staat keine SchülerInnen daten. Die FDP darf wegen dem Staat nicht in der Mitte von Zürich ein AKW aufstellen. Und ich darf den
die wegen dem Staat nicht den Synapsen als kritischen Menschen auf mit Frontalhirnvakuum nennen. Gut, das ist auch eine bodenlose Frechheit. Also dem Affe gegenüber, ja. Aber dürfte der Staat eingreifen, wie er will? Oder gibt es dafür irgendwelche Regeln? Es gibt schon Regeln. Der Staat darf nur einspringen, wenn es den Privaten selber nicht anbringt. Ohne Staat hätte Zürich keine günstige Wohnungen. Basel hätte keine günstige Uni. Genf hätte keine günstige Regierungsräte. Und der Staat finanziert auch oft, was sich in der freien Marktwirtschaft nicht rechnen würde. Ohne Staat würde in den Bergen kein Bus fahren und keine Post verteilt werden. Zürich hätte kein Opernhaus, Bern hätte keinen Bärengraben, Basel hätte keinen Zoo und du hättest keinen Job. Mm. Danke, Michel Kalt, Ihre Kanzlei. So, was läuft jetzt sonst mit dem Vorkaufsrecht? Vor ein paar Wochen ist eine neue Volksinitiative gestartet worden, um das Vorkaufsrecht wenigstens in der Zürcher Gemeinde fest zu installieren. Spannend dabei, das Initiativkomitee ist überparteilich und äußerst prominent besetzt. Mitmachen tun zum Beispiel Kevin Allein zu Hause, eine ehemalige Bundesratskandidatin und sogar der Danny DeVito. Ja, sehr spannend. Scheint also, als würde das Problem um den beschränkten Boden nicht nur von einer SP-Nationalrätin mit höherem Blutdruck erkannt werden. Trotzdem, es bleibt eng in der Schweiz. Aber dafür immerhin spannend. Mit diesen Worten bis gleich. Und hey, nicht vergessen. Nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Und falls schon, am nächsten Sonntag sind wir wieder für euch da. Und hey, falls jemand im Kreis 4 eine günstige 4,5 bis 5 Zimmer Wohnung hätte. Yes. Danke vielmals. Gute Nacht und bis dann.